Augenblick, ist gleich los. So, so sieht die Linse aus. Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute mal um meine Vimeo's Cam. Ich hole mal die Enterprise ran und zeige euch mal hier. Die Vimeo's Cam ist es unscharf. Kriegt man auch nicht scharf. Und da gibt es ein Hack. Und zwar hat jede Action Cam einen Fokus, den man einstellen kann. Die hat ja schon ein bisschen gelitten, wie ihr seht. Hier unten ist die Halterung weg. Aber sie funktioniert noch einwandfrei, nimmt auch parallel auf. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Immer eben die Enterprise hier wieder weg. So, und hier ist rechts an der Kamera eine kleine Kerbe. Da kann man die aufkniepen vorsichtig. Ich meine, die Kamera ist eh schon verkratzt. So, komm, geh auf. Gehen wir mal hier oben rein, da ist auch noch eine Kerbe. So, da haben wir sie schon. So, und jede Kamera hat hier eine Linse. Und diese Linse, da kann man den Fokus einstellen. Die ist meistens eingestellt und festgeklebt. Bei meiner Kamera habe ich das schon verändert. Jetzt hole ich mal wieder die Enterprise hier ran. Na komm schon, so. Hier auf dem Smartphone ist es jetzt scharf gestellt. Ich filme übrigens hier mit der App Filmic Pro. So, und jetzt seht ihr das Bild von der Kamera. Ich blende das auch ab und zu mal rein. Das drehe ich hier an der Linse. Und ihr seht, jetzt wird scharf. Also ihr könnt diese Kamera perfekt einstellen, indem ihr hier die Linse dreht. Jetzt filme ich mal, da hinten ist unscharf. Jetzt drehe ich hier ein bisschen. So, so in etwa ist scharf. Und ja, das wollte ich euch zeigen. Die läuft ja auch parallel zu anderen. Ich drehe jetzt mal hier die Optik raus. Geh mal hier weg, du. Enterprise, fliege mal weg. Ich drehe die jetzt mal ganz raus. Blick ist gleich los. So, so sieht die Linse aus. So, da ist der Chip drin. Das Bild kann man jetzt natürlich komplett vergessen, ist ja logisch. Und hier, ich gehe mal auf den Fokus. Augenblick, so, hier kann ich ja manuell einstellen. Ne, das war falsch. So. Hier sind etwa scharf. Da ist die Dingens und hier ist die Linse. So, und die lege ich jetzt mal hier unten wieder hin. Dann stelle ich das auch mal wieder scharf. Das ist das Schöne an dieser App. Kann man so einstellen, wie man will. So, ist jetzt gestochen scharf. Und wie gesagt, hier an dieser Linse ist normalerweise ringsrum so ein Klebestreifen. Die wird einmal eingestellt und dann hat die einen festen Fokus. Und wie gesagt, wenn ihr das abmacht, ihr müsst sie dann gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen. Geht manchmal ein bisschen schwer, da müsst ihr richtig feste drehen. Ja, gucken wir mal, dass wir das hier wieder scharf kriegen. Drehen wir weiter rein, weiter rein, weiter rein, weiter rein. So. Da haben wir sie scharf. In etwa. Ja, müsste scharf sein. Also, so könnt ihr eure Action Cam fokusfähig machen. Und danach steht der Sache, wenn man ihr die fest montiert, könnt ihr die als Kamera nehmen, fest installieren und darunter mit festem Fokus was runterschieben, zum Beispiel wenn ihr was auspackt oder so, dass ihr das immer schön scharf im Fokus habt, dann haltet ihr das einfach hier drunter. Ja, aber da gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass ihr den Fokus einstellen könnt. Ich werde mir hier jetzt noch ein größeres Rad dran machen. Dann kann ich den Fokus wie einer richtigen Kamera scharf stellen. Jederzeit, immer. Ja, immer
das Objekt, was ich filmen möchte oder zeigen möchte, scharf haben. So, das war's schon wieder. Ich sage bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ja, so einfach kann es manchmal sein. So, das beenden wir hier.